Im schleswig-holsteinischen Flensburg eröffnet eine Kneipe, die im Stil der 70er und 80er Jahre aufgemacht ist. Mit zeitgenössischer Unterhaltungselektronik und den typischen Getränken der Ära. Das musste ich mir vor der Eröffnung mal anschauen. Rechtzeitig zum Vatertag öffnet die Flensburger Kneipe der Gröne Kehl zum ersten Mal. Die letzten Feinheiten in der Retro-Kneipe müssen noch erledigt werden und selbstverständlich werden vor der Neueröffnung die Getränkevorräte aufgefüllt. Und ihr seid richtig fix. Soll ich was mit reinnehmen? Ja. Und eine Kiste Bier. Ich hab gleich Bier mitgebracht. Betreiber ist Marco Eriksen, der sehr viel Mühe in die Einrichtung der Bar steckte. Diese Ampel zum Beispiel soll den Gästen zeigen, wann es auf den Feierabend zugeht. Das ist relativ witzig, weil wir wollen das dann so machen, dass wenn die letzte Stunde ist, dann gibt es einfach mal die rote Farbe. Schallplatten, Werbe- und Filmplakate sowie Ausschnitte aus zeitgenössischen Filmen lassen in der rustikalen Einrichtung eine Hochzeit der Kneipenkultur wieder aufleben. Geraucht werden darf ja auch. Wer wird geraucht? Man darf rauchen. Und weil der Grüne Kehl eine Raucherkneipe ist, darf kein Essen verkauft werden. Aber wer geht schon zum Essen in die Kneipe? Du hast ja einiges hier stehen, ne? Reicht das denn fürs erste Wochenende? Das hoffe ich doch, ganz stark sogar. Nein, also das ist höchstwahrscheinlich übertrieben, aber ich mag nicht mit Nein verkaufen. Ja, ja? Haben wir nicht. Nee. Aber du hast auch viele Sachen, die man vielleicht aus den 80ern nur kennt, ne? Nur aus den 80ern, auch gerne aus den 70ern sind da sogar Sachen. Ja, ja. Welche das... Wenn hier keine Werbung gesagt werden darf, soll ich das sagen? Mach ruhig Werbung, ich kann das ja wegpiepsen. Also, ist zum Beispiel eine Sache, oder Edelkirsch. Mm. Das sind halt so Sachen, die es, heißt es da, das war auch eine Zeit lang in den 80ern, nur in den 80ern, uralt. Bei und Marco führt mich in den kühlen Keller, der über eine ziemlich niedrige Deckenhöhe verfügt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Bierkeller, das ist der Bierkeller. Hier soll hier sind deine Biere drin. Das ist ja eine ganz alte Kneipe. Ne? Das ist eine super alte Kneipe. Also nichts für große Menschen hier. Die musikalische Untermalung des Kneipenbesuchs dürfen sich die Gäste selbst aus der Musikbox aussuchen. Mit immerhin 160 Titeln kann man die NSM Prestige, ein Original aus den 70er Jahren, ausstatten. Damit keine Langeweile aufkommt, hat der Gastronom noch ein wenig Nachschub zu Hause. Ich habe ca. 10.000 Vinyl-Singles. Zum Tauschen, damit man auch eine kleine Auswahl hat. Erleichtern können sich die Besucherinnen und Besucher der Bar in den WCs, die mit Seiten der kultigen Yps-Hefte tapeziert sind. Das sind alles deine Comics aus deinem... Ja, das waren viele davon, waren meine, ja, eigentlich alle. Und was ist das für ein komisches Waschbecken hier? Wenn man vielleicht ein bisschen viel über den Durst getrunken hat, dann geht man zum Kotzbecken. Kotzbecken, okay. Aber das war schon drin, oder? Das war schon drin. Kult in den frühen 80er Jahren, Arcade-Automaten. Und ganz besonders beliebt damals Donkey Kong. Da habe ich Geld versenkt ohne Ende in meinem elterlichen Betrieb. Auch Marcos Eltern waren schon Gastronomen. Man wohnte direkt über dem elterlichen Lokal. Er half schon als Kind im Betrieb mit und heute steht ihm der ältere Bruder Hans-Jörg mit Rat und Tat zur Seite. Du musst immer schon ein bisschen aufpassen, ne? Ja, Ordnung muss sein. An wen richtet sich das hier? Wer soll hier vorbeikommen? Ja, hauptsächlich an mich. Nein, also für wirklich für jeden. Ich denke mir, das könnte wirklich sehr cool sein. Das könnte für Studenten sehr witzig sein, mal zu sehen, wie man früher hier so gefeiert hat. Und ich glaube, das wird denen wirklich gefallen. Aber natürlich auch die, die schon immer gerne eine Kneipe, eine Raucherkneipe wollen. Also es fehlt hier in Flensburg schon sehr. Oh, das war's. Pac-Man war noch nie so mein Spiel. Ich bin besser am Flipper. Ich gehe lieber zum Flipper. Ja.
Dann wollen wir auch bald mal Feierabend machen. Wir wollen nach Hause. Was? Aber wie spät ist denn? Ein Spiel noch, okay? 20 Millionen. Wer Lust auf einen Kneipenbesuch wie in den 70er, 80er Jahren hat, kann ab Donnerstag die Grüne Kehl in Flensburg besuchen. Nochmal.